Moin liebe Sportsfreunde, euer Görki mal wieder am Start. Heute gibt es eine kleine Fragerunde. Vorweg, ich war heute im Fitnessstudio, mal was ganz Neues. Was ich ja beobachte, so eine kritische Übung, wo ich heute auch gefragt wurde zur Ausführung. Das ist mal ganz lustig, ne? Dann, manche Leute, die kommen auf mich zu, dann fragen sie mich sowas. Sag mal, du, kannst du mir mal die Übung erklären? Kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Da sage ich dann, wie das geht, erzähl das dann auch, ne? Mach das vor und dann kriege ich einen Tag später bei Facebook so eine Nachricht. Wusste ja gar nicht, dass du das warst, Görki. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Immer das Geilste. Ja, aber es geht hier um die Überzüge. Pullover. Pullovers, ja? Fitness ist ja eigentlich mehr so im englischen Ding. Wäre uncool, wenn ich hier Überzüge sage. Pullover. Ist so eine Sache, die ich heute wieder korrigiert habe. Und wozu macht man Überzüge? Die Überzüge haben eigentlich zwei Effekte. Ja? Einmal kann man den Lat schön stretchen, schön dehnen. Und einmal kann man die Brust sehr, sehr schön kontrahieren. Ja, das heißt, wir haben einmal schön nach hinten den Stretch. Ich blende das mal ein, habe das extra für euch nochmal hier abgefilmt. Und nach oben haben wir sozusagen die Kontraktion in der Brustmuskulatur, im Pectoralis Major. Worauf soll man jetzt achten? Ja? Je nachdem, wofür man das einsetzt, der Fehler ist in meinen Augen meistens bei der Brustkontraktion, weil man hier eine schöne Kopf-Muskel-Verbindung eigentlich ja, voraussetzen sollte. Denn man muss hier bewusst isometrisch die Brust etwas anspannen, wenn man nach oben geht. Das heißt, man geht schön in den Stretch für den Lat hinten und dann geht man mit gestreckten Armen schön nach oben, drückt die Arme noch ein Stück nach oben raus und jetzt kommt es, ihr drückt mit den Handflächen bewusst mit den Handflächen gegen die Hantel, ja, gegen den Griff der Hantel. Ihr müsst sozusagen die Hantel oben zerquetschen, um eine isometrische, also um eine willkürliche Kontraktion in der Brustmuskulatur herbeizuführen. Und dann haben wir hier auch den Brusteffekt bei dieser Übung. Ja. Ansonsten sind die Pullovers, ja, die Überzüge fürs Brusttraining, Quatsch, ja, das ist sonst Quatsch. Ihr müsst das richtig machen. Deswegen denkt nächstes Mal dran. Ihr könnt euch auch als Eselsbrücke bei den Pullovers so ein bisschen die Flies am Kabel nehmen. Ja, da drückt ihr auch sozusagen die, sagen wir mal, die Kabel in der Mitte zusammen. Ja, denkt ein bisschen daran. Das heißt, im oberen Punkt muss eine richtige schöne Kontraktion in der Muskulatur sein, in der Brust. Das heißt, da muss zwischen den Titties so der Finger eingequetscht sein. Denkt wirklich dran, drückt die Hanteln oben bei der Streckung zusammen und dann habt ihr eine schöne Kontraktion in der Brustmuskulatur. So viel zu den Pullovers. Ja, das vorweg, weil das ist so ein Ding, was ich immer wieder sehe, wo ich denke, machen die denn da? Macht der denn da, sag ich mir immer, ne? So, jetzt auf die Fragen hier und das sind ein paar Klassiker. Keine Sorge, aber ich versuche das relativ lustig zu beantworten. Audrey Eve, wie stehst du zur veganen Ernährung? Ich habe da ja schon tausendmal gesagt. Punkt 1, riesen Respekt vor Leuten, die das ernsthaft durchziehen. Was mir aber die letzte Zeit so richtig auf die Eier geht, es werden immer mehr Leute vegan. Vor allem im Internet sind sie dann vegan. Ob sie es in echt wirklich sind, das weiß ich nicht. Ich bezweifle es tatsächlich. Es werden Leute aus marketingtechnischen Gründen vegan. Ja, sie sind vegan, weil es momentan cool ist. Sie sind vegan, weil sie ihr eigenes veganes Eiweißpulver rausbringen. Und diese Art von Veganer, die können wir am Arsch lecken, ja. Das ist Quatsch. Sowas hasse ich dann, ja. Ich finde es gut, wenn Leute das aus ethischen Gründen machen. Den gesundheitlichen Aspekt, da kann man so sagen, naja, wenn der eine meint, dann macht es aufgrund der Gesundheit. Ich bin der Meinung, dass man schon Mangelerscheinungen in einer veganen Ernährung bekommen kann. Man muss auch da und da mal nachhelfen und ergänzen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich bin bei allen Ernährungsformen relativ offen und tolerant und sage, der Körper kann sich an jede Ernährungsform irgendwo gewöhnen. Auch eine Paleo, ja, oder Paleo, das funktioniert auch auf Dauer. Ja? Der Mensch kann mit den Sachen klarkommen. Aber man sollte die Leute nicht aufgrund ihrer Ernährungsweise verurteilen. Das ist ja inzwischen wie eine Religion. Da darf man eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja? Wie gesagt, nur diese Trend-Veganer, die gehen mir so ziemlich auf den Eier und die Leute, die immer mitteilen müssen, was sie sind. Ja? Macht das für euch. Ja? Macht das nicht wegen dem Marketing oder sonst was. Macht das für euch. Das ist der Punkt zur veganen Ernährung. Respekt für Leuten, die es tatsächlich gut durchziehen. Zu mir. Ich muss sagen, ich bin halt ein Fleischesser. Ich gucke natürlich schon auf die Qualität. Aber da bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt vielleicht nicht das beste Vorbild für euch. Habe ich auch nie gesagt, dass ich das immer sein muss. Ich mag Fleisch, ich esse mal gern Steak und so weiter. Und ja, da bin ich vielleicht nicht der perfekte Mensch, aber ist halt der Punkt. Fakt, da bin ich ehrlich, da muss ich jetzt für euch hier kein Marketing-Veganer spielen oder so, ja. So, beste Alternative, Proteinquellen abseits von Fleisch und Whey aus der eigenen Erfahrung. Das fragt der Florian mich hier in dem Punkt. Und ich könnte jetzt sagen Fisch, aber ich weiß, er meint Fisch jetzt auch nicht. Und da habe ich hier zufälligerweise gerade
so ein Döschen stehen. Weil das habe ich tatsächlich immer mal zu Hause. Ein paar Kidney Bone. Das sind auch 100 Gramm, ca. 6 Gramm Eiweiß, ja. Es ist halt bei pflanzlichen Quellen so, dass man da oft ein bisschen mehr von scheppern muss. Da hast du nicht, so wie beim puren Ei oder beim Fleisch, den riesen, sag ich mal, Eiweißanteil. Aber zum Beispiel so Kidneybohnen kann man sich immer geil überall dazu machen. Zu Kartoffeln, zum Salat. Das kannst du sogar auch süß machen, ja. Das kannst du sogar irgendwie in Joghurt reinballern oder in Quark. Das geht immer. Mega günstig, Kidneybohnen kannst du immer machen. Dann zum Beispiel Erbsen. Ja, zum Beispiel, ich mag zum Beispiel Hummus, Kichererbsenpüree, richtig gut. Linsen funktionieren super, Linsensüppchen, ja, Linsen gehen auch super. Und ja, Hülsenfrüchte, Nüsse zum Beispiel, ja, Bohnen generell, ja, der kommt vielleicht vom Böhnchen immer ein Tönchen, aber grundlegend Hülsenfrüchte, Bohnen, Erbsen und Linsen ist so einfach Klassiko, ja, das kann man immer machen. Und ich glaube, das war jetzt auch nicht schwer zu beantworten, die Frage. So, ne? Jetzt gehen wir nochmal runter. Ich fand nämlich eine Sache hier ganz gut. Entwässerung, ey, das ist immer so eine Frage. Leute, wofür müsst ihr entwässern? Entwässerung ist in meinen Augen 100% nur was für Bodybuilder, die in den letzten Tagen vor dem Wettkampf stehen. Alle anderen sollen mal das Wort Entwässerung komplett vergessen. Wozu zum Teufel möchtest du entwässern, wenn du nicht irgendwie nächste Woche auf die Bühne gehst, Mann? Also dieses Entwässerungsding. Entwässerung ist mit die ungesundeste Sache, die du deinem Körper antun kannst, wenn du das auf eine Diät beziehst. Eine Entwässerung ist tatsächlich nur, wenn du auf der Bühne wirklich trocken sein willst, ja? Jeder andere sollte diesen Punkt Entwässerung mal so richtig schnell vergessen, ja? Deswegen will ich da auch nicht viel weiter drüber verlieren. Grundlegend muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie gemacht, deswegen bin ich da gar nicht der beste Ansprechpartner. Es gibt ja teilweise auch Medikamente, die Bodybuilder nehmen, also ist kein Scherz, die hauen sich teilweise Tabletten rein, damit der Körper Wasser verliert. Das überlegt einfach nur mal diesen Irrsinn, ja. Und wenn du nicht auf die Bühne gehst, dann ist es der größte Bullshit, den man überhaupt machen kann. So, wie gehst du mit schmerzhaften Muskelkater um? Tipps für Regeneration. Ich sage ja, Muskelfaser, ja, ist ja nicht eine Übersäuerung, wie viele immer meinen, oder Laktat, sondern es ist ein Einriss der Z-Scheibe, ja, Einriss der kleinen Muskelfaserstruktur, so. Da kannst du in der Regel, wenn du den einmal hast, nicht mehr viel machen. Du kannst dich natürlich entspannen, du kannst nach dem Training mit einer Black Roll was machen, wenn der Muskelkater noch nicht da ist, um ein bisschen die Faszien und den Muskeltonus runterzukriegen. Aber grundlegend gibt es kein Heilmittel tatsächlich gegen Muskelkater. Ja, das ist eine kleine Mini-Verletzung, eine Mikroverletzung, die muss einfach ausgeheilt werden. Dementsprechend der größte Schwachsinn, was man früher auch immer gedacht hat oder gemacht hat, ich weiß noch, beim Fußballverein früher, man hat dann auf den Muskelkater drauf trainiert. Ja, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Wärme ist vielleicht ein, oder Sauna ist für viele vielleicht so ein Punkt, wo man denkt, okay, das tut gut, ja, aber es kann, die Wärme an sich kann die Verletzung natürlich nicht schließen oder heilen, ne. So viel dazu, Muskelkater, einfach, da muss man halt Pause machen und vielleicht auch ein bisschen, wenn man das zu oft hat, sein Training überdenken, dass man vielleicht die Muskelgruppen anders zusammenlegt, dass man halt nicht so sehr auf eine Muskel draufhämmert. Grundlegend ist ein Muskelkater mal gut, aber wenn man den zu oft hat, macht man in meinen Augen viel falsch, ja. So. Dann gehen wir mal runter und es war noch eine Frage, die wollte ich auf jeden Fall beantworten, weil die mal ein bisschen in eine andere Richtung ging. Ich habe jetzt tatsächlich die meist bewerteten auch mit beantwortet. Ich will das Video auch nicht hier in die Länge ziehen. Ich wollte auf die Fragen kurz eingehen, mit der Übung vorweg. Daniel fragt, wie sieht ein Tag bei dir bezüglich deiner Social Media Aktivitäten aus? Das ist mal ein Thema, wo ich eigentlich noch nie drüber gequatscht habe. Und das ist ja tatsächlich mein Tagesinhalt, dass ich diese Kanäle, sag ich mal, füttern muss, ja. Da gibt's zum einen natürlich hier YouTube, dass ich mir überlegen muss, okay, worüber machst du ein Video? Und ich sag euch eins, bei 1000 Videos fast ist es halt echt mit das Schwierigste, zu sagen, okay, ich habe ein cooles Thema, deswegen stelle ich euch auch hin und wieder Fragen, weil das gar nicht so einfach ist, da vielleicht nochmal 1000 Videos irgendwie rauszuballern, ja. Ich will auch nicht immer das gleiche wiederholen. Das ist schwierig, deswegen gibt's auch nicht unbedingt mal jeden Tag ein YouTube-Video, weil die Idee muss irgendwie auch schon stimmen. Der zweite Punkt, Facebook ist natürlich ein Reichweitengenerator. Da macht man auch mal so funny Videos oder so, ne? Ein paar Zitate, da kann man gut mit Bildern arbeiten. Facebook ist aber auch inzwischen so, dass du tatsächlich eigentlich die Beiträge bewerben musst, wenn du eine Reichweite noch kriegen möchtest. Das heißt, du musst tatsächlich Geld in die Hand nehmen, einen guten Beitrag mit vielleicht 20 Euro oder 50 Euro bewerben und nur so kriegst du eigentlich noch neue Facebook-Fans. Deswegen ist es verdammt schwierig, da noch wirklich Fans zu kriegen, wenn du nicht irgendwie ein Video machst, wo du, was weiß ich, ein Silberfischchen ankackst oder so, ne? Da muss irgendwas polarisieren, dass du ohne Geld da auch wirklich Klicks kriegst.
so ist es halt, da musst du halt bei Facebook musst du Geld in die Hand nehmen. Und was relativ schnell halt wächst und was man auch gut machen kann, ist in meinen Augen Instagram. Ja, ich versuche halt zumindest auf Facebook und Instagram täglich zwei Inhalte zu bringen. Bei Instagram sind das dann zwei Fotos. Was auf Instagram immer funktioniert, Sushi und Subway, also Essen generell. Ja, also Essen gibt immer einen Klick, halt nackt sein. Ja, deswegen sind die Frauen immer so gut dabei. Die müssen nur Brüste und Ärsche zeigen und schon kriegen die ihre Klicks. Da müsste ich vielleicht noch ein bisschen mehr Brüste trainieren. Dann gibt es da auch noch ein paar mehr Likes. Instagram ist so ein Ding, da kannst du schnell viel machen. Aber Instagram ist auch in meinen Augen die allergrößte Fake World. Also Instagram, ganz ehrlich, wenn ich da so ein Bild vom Essen mache, weil ich zu Hause koche, ihr glaubt doch wohl ehrlich nicht, dass ich dann auch das so esse. Ja, das mache ich fürs Bild schön und danach baller ich mir alles nur drauf und noch viel mehr und fresse das wie, ja, ich würde nicht sagen wie ein Schwein, aber sag ich mal nicht so gediegen wie auf dem Bild, knalle ich mir die Kacke in den Kopf. So, wie rede ich denn hier schon wieder richtig assi? Ja gut, ihr wisst, was ich meine. Instagram, wie gesagt, das ist so ein bisschen diese Scheinwelt. Und deswegen gelobe ich mir ja auch noch, dass ich die YouTube-Videos mache, weil da kannst du dich nicht so krass extrem verstellen wie zum Beispiel die ganzen Tussis auf Instagram. Ich würde mal gerne wissen, wie das aussieht, wenn die meisten von Instagram versuchen, einen YouTube-Kanal zu machen. Weil so viele Filter kannst du auf dem Video gar nicht packen, dass das gut ankommt. Ja? Das ist nämlich der Punkt. So viel dazu. Also Social Media ist so eine Sache, die beschäftigt einen schon tagtäglich und leider auch rund um die Uhr. Und was noch dazu gekommen ist, Snapchat. Ja, ey, das, ich peile es nicht, aber ich mach's, weil ich denke, du musst es machen. Das heißt dann bei mir Görksen. Wenn ihr mal das angucken wollt, ich teile hier nochmal den Namen mit. Guckt das mal rein, da könnt ihr mich so ein bisschen verfolgen, was ich den ganzen Tag mache. Wenn ich mich langweile oder irgendeinen Quatsch mache, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Aber grundlegend, ich bin froh, wenn nicht noch mehr dieser Medien kommen, weil dann hast du nichts anderes mehr zu tun, ja. So viel zu diesen Fragen. Ich will das ja auch nicht in die Länge hauen. Kann ich ja hin und wieder mal gerne machen, wenn ihr Bock drauf habt, so diese Standardfragen schnell rausballern. Und ja, ihr müsst mir auch natürlich immer mal wieder neue Anreize für neue Videos geben, weil wie gesagt, so einfach ist es dann tatsächlich nicht immer. Bald mal wieder ein bisschen mehr aus dem Gym, ja, wenn ich die Form meines Lebens habe. Fibo ist ja jetzt auch wieder am Start. Da wird wieder größte Lackaffenparty überhaupt. Und ja, in dem Sinne, haut rein, euer Görki. Ciao. Keep it real with your people who've been down all your life. Alright? Some people stay through the fight, and some just came for your success. They don't really care about you, right? Life is so great. I've been up for a week or two. I came from around the way, and so did my people too. We were all at the bottom.